Jo Leute, was geht und ein herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder was Neues, denn heute gibt es eine Foot Drop Challenge. Denn wir wollen heute das 192er Foot Drop packen oder höher natürlich. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt dem Video ein Like bzw. eine positive Bewertung. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Und ich würde sagen, wir bezahlen das Ganze mit 15.000 Münzen. Und jetzt starten wir direkt rein. Hier sind die Formationen. Hier 3-4-3 würde ich jetzt erstmal nehmen, wenn das ist, wenn ich die beste Formation nehme hin. Komm schon, einen geilen Kapitän. Bruh. Ernsthaft, was ist das denn? Ja, okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal Coutinho mit. Wir gehen jetzt auf die ZM-Position. Was nehmen wir hier? Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Savanier hat hier geile Stats. Ja, den nehmen wir mit. Savanier. Gehen jetzt in die Innenverteidigung. Wird eine gute Animation, aber da passt auch niemand zu niemandem, außer Varane, gelber Link, aber jetzt die bessere Version. Das Draft läuft bislang nicht so gut. Ich nehme jetzt einfach mal Luis Felipe mit. Nächster ZM Icon. Vielleicht eine Icon. Komm schon. Wieder Future Star Tielemans. Nehmen wir jetzt einfach mal Verratti mit. Oder Allen. Allen bringt einen Strong Link. Dann nehmen wir Allen mit. Also bislang kommt nicht das Erhoffte. Gut, jetzt kommt mal wieder auch wieder noch mal was Gutes. Lucas Moura. Ist auch Brasilianer. Gib mal den Link, den nehmen wir mit. Und jetzt vielleicht irgendwie eine Icon im Sturm. Und da kommt was Schlechtes, also komm schon. EA, bitte, was soll die Scheiße? Immer auf den rechten Flügel. Komm schon. Adama Traoré ist der Beste, nehmen wir mit. Komm schon. Alles Draft, was ist denn los? Das wird hier nicht mal ein 190er. Das geht doch nicht. Wir kommen nicht mal auf Chemie. Komm schon, eine Icon. Wieder nichts. Ja, dann nehmen wir, hier nehmen wir dann Chiellini, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wegen Serie A. Hier Sirigu. Und jetzt kommt schon. Irgendeine Icon mal. Das soll, kann doch nicht sein. Opara, ja, da hätte ich lieber Robinson mitnehmen müssen, aber er hätte mir auch nichts gebracht. Was haben wir denn hier? Diego Carlos ist Brasilianer. Aber bringt jetzt auch nicht sonderlich viel. Wir nehmen jetzt einfach mal Diego Carlos, also das Draft ist gar nicht gut. 87er Bewertung, 86 Chemie. Sehr schwach bis dato. Wieder eine schlechte Animation, aber es kommt Lionel Messi. Leider passt er nicht rein, wir können ihn nicht nehmen. Aber Kane können wir auch nicht nehmen. Dybala, der würde schon besser passen. Wir nehmen Dybala mit und packen ihn hier. In den linken Flügel tauschen die beiden. Gut, das bringt gar nichts. Egal, scheiß drauf, das ist besser so. Kommen wir zur nächsten Position. Sterling. Raheem Sterling. Aber bringt halt wieder zu gar nichts. Hier würde eigentlich Fabinho passen und den nehmen wir auch mit. Dann nehmen wir hier Savanier raus. Und jetzt sind wir auch schon bei 96 Chemie. So, das ist sehr gut. Und jetzt kommt schon irgendwas Geiles im Sturm. Icon und Jonathan ist ein Brasilianer. Würde mehr Sinn machen. Ich nehme mal Jonathan mit und pack den in den Sturm. Dann ist der weg. Denn Gattuso kann ich im Mittelfeld sowieso nicht gebrauchen. Komm schon, nochmal was Gutes. Garincha. Auch geile Karte. Den nehmen wir, glaube ich, mit. Ja, den nehmen wir mit. Und damit müssen wir auf voller Chemie sein. So sieht's aus. Und jetzt nochmal High Rated. Dann kriegen wir es vielleicht nochmal hin mit der 192. Aber so wird es erst recht nichts. Pausen mit. Jetzt komm schon. Vielleicht eine Icon nochmal. Ach komm schon. Was ist das denn? Lozano 87. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. 189. Komm schon. Messi. Ja, Messi. Den nehmen wir mit. Messi ist nochmal gut. Messi ist nochmal gut. Und jetzt komm schon. Vielleicht nochmal eine Icon oder so. Hostage. Hier bringt auch nochmal Rating.
Den packen wir dann in den Sturm für Coutinho. Dann kriegen wir vielleicht nochmal durch den Manager. Die ich ihm. Jetzt hier nochmal eine Icon. Komm schon. Ah, Guilherme. Und der bringt auch nochmal Rating. Denn es sind hier nur Brasilianer. Perfekt. Nochmal jetzt sortieren. Vielleicht wird das ja was. Noch mit dem 192er Draft. Ja, hat leider nichts gebracht. 98 Chemie, nochmal die Innenverteidigung. Muss nochmal gut werden. Komm schon. Opara nochmal, sehr geil. 92 Rated, bringt nochmal viel. Leider nicht die 91, das wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Kommt nochmal eine gute Animation. Was kommt nochmal Murillo? 90er Rating. Aber ich glaube, das wird nicht mal die 91, denn, ja. Vielleicht auch wenn jetzt noch mal Yashin kommt. Aber es kommt leider nur Oblak und der bringt halt leider überhaupt nichts. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Oh, zieht sogar keine Chemie ab. Okay, das ist nice. Jetzt vielleicht Rating hoch. Weil wir haben hier gut ausgetauscht. Komm schon. Leider ist es nichts mehr geworden mit dem 192. Hier könnten wir noch mal Messi hinpacken. Das machen wir jetzt einfach auch mal den 95er bis jetzt 94er. Und Leute, wir haben es doch geschafft. 91er Bewertung. Aber wir können, aber die zwei, die eine Rating werden wir nicht mehr rausholen können. Ich glaube, das war's. Da wird nichts mehr rausholen. Wir nehmen jetzt noch mal den Manager mit, einer der uns auf 100 Chemie bringt. Hier der Italiener bringt es 100 Chemie. Ja. Hier sehen wir es noch 191er Draft. Ja, leider hat es nicht geklappt und ich würde sagen, das war's mit dem Foot Draft. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt dem Video eine positive Bewertung. Also gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Ich würde sagen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.